Dezember 2014. Einer der größten Sportskandale der Geschichte kommt ans Licht. Allegations of an Olympic scandal. A dark day for the sport of athletics. Russische Whistleblower packen aus. Hajo Seppelt lässt die Sportwelt beben. Er enthüllt systematisches Staatsdoping in Russland unter den Augen der Anti-Doping-Agenturen. Dabei fing seine Karriere ganz harmlos an. 1985 als gutgläubiger Sportreporter beim damaligen SFB. Ich habe immer mehr gemerkt, dass was mich eigentlich mehr interessiert, ist, was eigentlich gesellschaftspolitisch im Sport passiert. Ob die Leistungen, die ich dort sehe, ob die wirklich auf dem beruht, was alle erzählen, nämlich auf Talent und auf gutem Training, oder ob da nicht noch mehr hintersteckt. Ausgerechnet Ben Johnson. 1988 wegen Doping gesperrt, ist er der erste Studiogast in seiner ersten Sendung. Seppels Fragen nach Doping nimmt er gelassen. Man bringt mit ihrem Namen immer Doping, Seoul 88 in Verbindung. Stört Sie das? Jeder in der Leichtathletik nimmt ja Anabolika und Drogen. Und das ist auch jetzt noch so. Und ich bin einfach erwischt worden und musste dann leiden für alle. Doping als Normalität, das entdeckt Hajo Seppelt auch in Dokumenten der Stasi. Der Kindersport in der DDR war verseucht mit Doping. Vier Trainer und zwei Ärzte des einst besten Sportclubs der Welt, des SC Dynamo, müssen sich wegen minderjährigen Dopings vor dem Richter verantworten. Das war Staatsdoping, systematisch von oben gesteuert an Zehntausenden von Athleten. Erst im Laufe der Jahre habe ich dann realisiert, immer mehr realisiert, wie verlogen eigentlich auch die Dopingpolitik oder die Anti-Doping-Politik in der alten Bundesrepublik gewesen ist. Zum Beispiel im Radsport. Eines ist klarer denn je. Er ist am meisten beschmutzt. Jan Ullrich war praktizierender Blutdoper unter Anleitung von Eufemiano Fuentes. Mit diesen Enthüllungen steigt Hajo Seppelt endgültig zum ARD-Doping-Experten auf und bekommt starken Gegenwind, auch aus den eigenen Reihen. Vor 10 Jahren beispielsweise war es tatsächlich so, dass ich schon geglaubt habe, na ja, also offensichtlich ist das, was ich mache, nicht gewünscht, weil es das Produkt zerstört, weil es dazu beiträgt, möglicherweise, wie manche befürchteten, Einschaltquoten zu reduzieren. Also es galt als nicht opportun, das eigene Produkt zu beschmutzen, obwohl aus meiner Sicht wir ja nur die Überbringer der schlechten Nachrichten waren. Die Verursacher der schlechten Nachrichten war der Spitzensport. Wie der Spitzensport in Russland. Hajo Seppelt zeigt 2014, wie Russland seine Sieger macht. Die wegen Doping gesperrte 800-Meter-Läuferin Julia Stepanova und ihr Mann Vitali möchten aussteigen und übergeben Hajo Seppelt zahlreiche Dokumente. Julia Stepanova schickt mir ein Video. Sie will beweisen, dass Doping ein Systemproblem in Russland ist. Wir können noch mit Oxandrolon und mit Primobolan arbeiten. Und natürlich zum Anfang mit EPO. Aber wir müssen aufpassen, dass du im Rahmen bleibst, falls eine Kontrolle kommt. So, hier hast du die Pillen. Der Unterschied zu vielen anderen Informanten war, dass man die nicht groß überzeugen musste, sondern die wollten mich quasi überzeugen. Die haben mir gesagt, man muss was tun, das ist so schlimm in Russland, das ist so verseucht, das ist so korrupt. Die haben sich ja großen Risiken ausgesetzt. Das sind für mich wirklich wahre Helden. Die jetzt um ihr Leben fürchten. Doping kennt keine Grenzen. Hajo Seppelt in Kenia. Ich drehe wieder mit versteckter Kamera. Die Sportler fragen nach Injektionen, vor allem mit EPO oder Testosteron. Diese Bilder bewertet der Internationale Leichtathletikverband als Kriegserklärung gegen den Sport. Der Überbringer Hajo Seppelt wird angefeindet, denn von Doping profitieren fast alle im Sport. Das ist gut für den Manager des Athleten, der dadurch höhere Profite einfährt, für den Athleten, der mehr Werbeverträge bekommt, für den Sportverband, der möglicherweise höhere Subventionen vom Staat bekommt. Das ist für die Fernsehanstalten gut, weil die Einschaltquoten höher sind. Also eigentlich profitieren alle davon, wenn ein eigenes, wenn man so möchte, hochgedopt ist. Ja? Wenn aber plötzlich Doping-Schlagzeilen kommen, dann verlieren alle. Das ist eine Lose-Lose-Situation. Und deswegen ist es häufig so, dass das Thema Doping mit ganz spitzen Fingern angefasst wird. Schneller, höher, weiter. Viele Rekorde werden heute in Frage gestellt. Hajo Seppelt mahnt zu noch mehr kritischer Distanz in der Sportberichterstattung. Die Tatsachen liegen auf dem Tisch. Aber die Verbände interessieren sich nicht für dopingfreie, sondern für skandalfreie Wettkämpfe. Wenn es quasi eine Armada sportinvestigativer Journalisten geben würde, da bin ich ganz sicher, würde kein Stein mehr auf dem anderen stehen. Und es würde vieles zusammenstürzen an Illusionen, die wir über Spitzensport haben. Ich glaube aber, dass es ein guter Prozess wäre, weil er am Ende
Dinge in Bewegung bringen würde, die das Kulturgut Sport schützen würden.